Hallo liebe Leute, ich habe mir gedacht, probieren wir mal was anderes, ein bisschen Devil May Cry. Da habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nichts mehr gespielt, beziehungsweise habe ich es auf dem PC noch nie gespielt. Schauen wir mal. Gucken, ob das funktioniert. Machen wir direkt Teufelsjäger oder ja. Jetzt? Ah, falsche Taste gedrückt. Hihi, fängt schon gut an. Oh, ein richtig geiles Spiel, Devil May Cry, wie ich finde. Meine persönliche Meinung. Genau, bis zum Börsenschluss am Freitag. Nein, mehr Zeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten. Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Gasse enden. Ist das klar genug? Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Und Schatz, wird er zahlen? Über 1 Billion. Oh. Bald wird mir praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles beherrschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen und wie es dir beliebt, denn sie... Was ist los? Was? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Verräters Spada. Dante. Er... Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Spada und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust reißen und genussvoll verspeisen. Habe ich mal richtig Bock wieder drauf, muss ich schon echt sagen.
über Jahrtausende hinweg haben die Dämonen an Macht gewonnen. Jetzt sind sie kurz davor, die Menschheit zu unterjochen. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Organisation, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Temiskal illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Warte! Komm sofort raus! Du bist in Gefahr! Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jägerdämon. Er ist da. Scheiß Dämon. Zu spät. Du wirst dich durchkämpfen müssen. So zieh ich mich jeden neu an. Daneben. Ich glaube, ich hab den Mist noch nicht. Ich liebe dieses Spiel, es ist einfach nur Slayfest. Wo kommt der BH her und wie können die da durch? Ah, links! Schön dämlich! Ja.
Warum macht man es richtig schon geht's? Das ist nur wieder seltsam. Ebony, Ivory, ich hab euch vermisst. Genau richtig. Zielübungen. Total konzentriert hier. Aber ich bin nicht wirklich im Limbo. Und wenn ich abdrücke? Bin ich tot. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel. Ich will helfen. Ich brauche keine Hilfe. Der Jäger hat dich in den Limbus verschleppt. Ich kann dich rausholen. Ich war schon mal hier. Ich kenne den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezerrt hat. Du solltest dich nicht mit dem Jäger anlegen. Er ist kein gewöhnlicher Dämon. Folge mir. Komm. Wo ist sie hin? Am Anfang sollte man schon alle Orbs mitnehmen. Da komme ich noch nicht durch, ne? Die Lampen kaputt machen. Ops. Wie sie alle. Crisis. Kurz und knapp.
Okay. Ja, brauchen wir erst die Fähigkeit. Und das kriegt man die, glaube ich, nicht, die Seele, ne. Können wir uns überhaupt was leisten mit den paar Kröten? Jo, können wir. Wir haben eine Verbesserung. Wie sind wir denn gerade überhaupt? Fertigkeiten? Rebellion. Ebony Ivory. Taui. Denn da gelandet. Sehr schön. Versteckt er sich? Neuigkeiten. Wir sehen Aufnahmen von unserem Helikopter. Steve, ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Den scheiß Kombo versorgen. Hey, komm hier runter und kämpf. Nö, nicht mit mir. Verschwinde! Oh. Was soll jetzt dazu? Bonus. Oh, cool. So wird das nie was.
Hallo, Kleiner. Ich glaube, der ist angepisst. Bin mir nicht ganz sicher. So, hier komme ich dann nur mit dem Arbiter raus. Oh. Gar nicht erschrocken, ey. Wir bringen da mal eine Seele. Die hatten wir eben schon gesehen von da. Klasse. Naja. Nicht klasse. Ja, was auch immer. Schweinehund. Diese blöden Dinger. Yeah. Dass ich nicht lache. Wird nicht klappen. Warum nicht? Er ist kugelsicher. Aber kein Jugendlicher. Da vorne ist ein Spalt. Ein was? Ein paar Orbs snacken. Wie kriege ich denn da? Na, das ist es nicht wert. Okay, er will's wissen. Also gut, kämpfen wir. Warte, warte. Du kannst ihn bekämpfen. Es wird nicht leicht. Die Jäger sind hart im Leben. Genau wie ich. Ja, ich höre dich.
Mieser Feigling. Au! Ah, genau reingesprungen. Hat ihr Dämonen gar keinen Schmerz? Kindergarten. Das war's. Ahaha! Aus und vorbei. Sohn des Sparda! Was für ein Sohn? Du bist entdeckt! Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter! Hurenmutter? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute genannt! Erinnern. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der auch hier im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte, Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.
Ui, die Savage direkt beim ersten Mal. Geil. Fett. So, ich würde sagen, dabei belassen wir es und machen dann in der nächsten Folge weiter. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.